ihr habt richtig gelesen, heute geht es um Tapping, 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 Tapping. Und zwar nicht irgendwo und nicht auf Holz, sondern auf Bildschirmen, die alle verschieden klingen. Lasst euch überraschen, heute gibt es das große Tapping. Let's go. Als erstes habe ich hier etwas rausgekramt, was ihr vielleicht kennt. Wer hatte das auch zu Hause? Das ist ein Nintendo DS. Wer kennt's noch? Wer kennt es noch? Machen wir einmal an. Wenn es doch angeht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und zwar klingen die Bildschirme komplett anders. Hören wir erstmal hier zu. Überlauf fand ich, das war immer sehr schön. Der Überlauf zwischen Blau und Silber.
Vergleich nehmen. So, hört euch einmal das an. Und jetzt hört euch mal das an. Hört ihr den Unterschied? Hört ihr es? Also ich mag den viel mehr. Redmi klingt besser als Huawei. Oder was sagt ihr? Oder?
jetzt hier so draufschreibe. Ja, okay, let's go. Wir müssen uns noch ein Bildschirm anschauen, würde ich sagen. Dann kommen wir jetzt auch nun zum dritten, letzten Objekt. Und zwar haben wir ein TV-Gerät von, kann man es lesen? Na, sehr schlecht. Grundig. Und der hört sich auf jeden Fall anders an als das andere große TV-Gerät. Deswegen wollte ich euch mal den Unterschied auf jeden Fall dazu zeigen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen entspannen und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald beim nächsten Video.